0.35 Uhr, Montagnacht. Drei maskierte Männer stürmen den Kahn-Kiosk in der Frankfurter Fahrgasse. Mit vorgehaltener Waffe fordern sie Geld. Dolan Kahn, der Kioskbetreiber, wehrt sich. Mit einem Barhocker schlägt er die Räuber in die Flucht. Ja, die einfach Maske und die kommen einfach bei mir mit Pistole. Und er hat gesagt, gib mal Geld. Dann habe ich die Stühle genommen. Und habe ich gleich geschlagen. Zwei der Täter sind männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, normale Statur. Der dritte Täter ist männlich, ca. 1,70 Meter groß mit kräftiger Statur.